Ja, was haben wir denn hier Putziges? Das schaue man sich mal an. Das ist ein Dinkelvollkornbrot nach dem altbewährten Rezept. Diesmal aber im Glas gebacken. Und zwar in diesem hier. Mit dem Ziel, das Ganze, wie die anderen drei, die hier noch stehen, verschlossen, einzuwecken und für mindestens ein halbes bis ein Jahr, eher länger noch, haltbar zu machen. Um einfach mal zu gucken, ob man Brot auch so als Dauervorrat sich so in den Keller stellen kann. Dann einfach plopp, Deckel ab und Brot ist fertig und gut ist. Ja, das habe ich heute probiert. Drei Stück sind gut geworden, sind hier im Glas und der Deckel ist absolut dicht nach dem Einwecken. Das vierte, da ging der Deckel auf. Vermutlich war da am Rand irgendeine kleine ein Körnchen, eine Verschmutzung, irgendein kleiner Krümel oder sowas. Und schon geht der Deckel dann ab nach dem Einwecken und dann, naja gut, dann muss man es halt essen. Ne? Da muss man es halt einfach in Kauf nehmen, dass man es direkt isst. Okay, soweit so gut. Ich schneide das jetzt mal an. So. Guten Tag. Schneiden wir das mal an. Denke, man hört es schon. Riecht es? Ja, jetzt leider nicht. Man sieht es aber auch. Das ist absolut fantastisch. Das ist super. Ich habe noch ein paar Haferflocken mit ins Glas gegeben. Das Glas hatte ich am Anfang eingeölt, habe dann Haferflocken drauf gestreut, damit sich das Brot besser löst. Das Ganze liegt jetzt hier noch auf dem Brett. Und ich schluck schon. Und ich muss natürlich jetzt unbedingt mal hier mal ein bisschen Butter drauf machen und das einfach mal probieren. Das ist ja so, das kommt ja so gut. Okay. Merke ich es? Ich darf darüber gar nicht mehr reden. Ich wird mir heute Nacht hier durch die Bude eingerannt und die Leute essen mir mein Brot weg. Also, ich kann nur sagen, der Versuch, Brot im Glas zu machen, ist gelungen. Das Einzige, was ich nicht sagen kann, ist, wie lange es sich wirklich hält. Das muss ich rausstellen und deswegen werden die drei Gläser morgen einfach in den Keller gestellt und dann mache ich mal in einem Monat eins auf oder in zwei, drei, das nächste und dann schauen wir mal weiter. Und von daher kann ich nur sagen, mit Hilfe von Einwegautomat, das ist dieser hier, Weckomat mit Zeitschaltuhr, Entschuldigung. Ich habe mich gerade verschluckt. Werde ich das nächste Mal wohl hingehen und direkt nicht nur vier Gläser machen, sondern eine ganze Lage mit mindestens sieben Gläsern. Das bedeutet mehr als die doppelte Teigmenge. Das Standardrezept findet ihr in einem anderen Video bei mir. Und wer es direkt suchen will, bei YouTube unter Küchen-Leerzeichen Schabe in Österreich. Die Dame hat das super Rezept halt gemacht und der Teig ist auch wirklich absolute Spitzenklasse. Also mir ist noch nichts eingefallen, wie man den besser machen kann. Und dann kommt dieses super duper Brot bei raus. Ja. Das sind zwar so die kleinen Dingelchen da, ja, die kommen dann halt aus dem Glas. Aber ihr habt es ja gehört beim Anschneiden, knusprig ist es. Und es schmeckt wirklich super. Und damit einen wunderschönen Sonntag. Das war mein Wort zum Sonntag und gute Nacht.